Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Und mein nächster Gast sitzt schon mir gegenüber auf dem Sessel und es ist sogar ein Namenskollege, der Roland von der Brennerei Feller. Ja, hallo Roland. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, was macht's ihr, für die, die es noch nicht wissen? Wir machen Hochprozentiges. Vom Likör über Obstbrand, Whisky, Rum, Gin. Wir sind eigentlich so die totale Allrounder, was Destillation anbelangt. Wie lange macht sie das schon? Wie lange gibt's euch schon? Also, meine Familie macht es schon seit über 200 Jahren. Also 1820 ging's los. Seit 1903 in Recklesweiler, weil da hat mein Urgroßvater den Hof gekauft und hat ein Brennrecht mitgebracht. Der ursprünglich kommt aus Balzholz, das ist bei Nürtingen am Neckar. Und wie gesagt, und da haben wir eigentlich immer so ein landwirtschaftliches Brennrecht gehabt. Das war immer so ein bisschen ein Nebenjob zur Landwirtschaft. Und ich habe dann irgendwie 2003 habe ich die Brennerei von meinen Eltern übernommen und dann haben wir halt Gas gegeben. Einfach versucht, die Produkte besser zu machen, neue Produkte. Und dann sind wir 2009 haben wir gesagt, so, jetzt machen wir Whisky, deutschen Whisky. Da waren wir eine von den ersten 10 in Deutschland mit Whiskybrenner. Heute sind wir eine von 400. Sensationell, wie sich das ausbreitet, so. Die Deutschen, die sind schon so heiß auf Whiskybrenner oder so. Wir waren der zweite, wo rumbrennt hat in Deutschland. Und ja, es macht einfach Spaß. Wir sind einfach sehr neugierig, sehr experimentierfreudig. Du hast gerade gesagt, ihr seid auch experimentierfreudig. Was sind denn da so die, sag ich mal, so ein paar Spezialitäten, wenn du sagst, du nimmst jetzt mal ein paar Produkte mal so raus? Ja, also Rum natürlich, haben wir ja gerade Stampel trunken oder so. Das war einfach so, da habe ich Anfang 2011 habe ich mal einen Film im Fernsehen gesehen über Rumproduktion in der Karibik. Und dann habe ich einfach gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Rum gut ist, so wie die das hergestellt haben. Und wo ich dann vom Urlaub zurückgekommen bin, habe ich, also da war ich im Urlaub und habe es da im Fernsehen gesehen, ja, und wo ich dann zurückgekommen bin vom Urlaub, habe ich zu meinem Mitarbeiter gesagt, wir müssen rumbrennen. So wie die das machen, der kann nicht gut sein. Und dann haben wir quasi mindestens ein Jahr experimentiert mit Hefen und so weiter und so fort. Und so nach einem Jahr, da waren wir dann auf dem richtigen Weg. Und noch ein anderes Beispiel, das fände ich immer toll, dass jedes Jahr, wenn ich hier auf dem Weihnachtsmarkt bin, vor 4 Jahren oder 5 Jahren, ist jetzt glaube ich schon her, da sind wir da habe ich das erste Mal den Pistazienlikör haben wir neu rausgebracht und es hat sich innerhalb von 3-4 Tagen hier rumgesprochen. Es sind junge Damen gekommen mit dem Handy, mit dem Smartphone und haben gesagt, die Flasche, die möchte ich. Oder so. Und das war halt ein Foto von unserem Pistazienlikör. Und da haben wir also mindestens ein Jahr lang, nee, das reicht gar nicht, 1,5 Jahr, haben wir da einfach daheim ausprobiert, wie müssen wir den machen, dass er einfach lecker schmeckt. Und dann, das war dann schon ein tolles Erlebnis hier auf dem Weihnachtsmarkt. Das war innerhalb von ein paar Tagen das meistverkaufteste Produkt bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, das sind halt so Sachen, da freut man sich dann einfach riesig. Wenn du dann einfach jahrelang oder ja, rum experimentierst und dann klappt's und dann läuft's einfach super. Und das ist bei den Frauen, wenn da jemand sagt Feller, dann sage die, ah ja, das ist doch der mit dem Pistazienlikör. Wenn wir uns auf euren Stand hier jetzt auf dem Weihnachtsmarkt so ein bisschen eingehen, was sind so dieses Jahr so, sage ich mal, gibt es da irgendwelche besonderen Trends oder Highlights oder Produkte, wo er sagt, okay, das ist neu oder das verkauft sich dieses Jahr schon besonders gut? Wir sind ja jetzt schon sozusagen in der zweiten Woche fast schon durch. Kann man da schon so ein bisschen was sagen dazu? Ja, also so nach einer Woche kann ich noch nicht. Was sehr gut läuft bei uns, das sind Liköre. Was auch sehr gut läuft, ist der Rum. Überraschend, sehr gut. Was nicht mehr läuft, das soll man ja normal nicht sagen, was nicht läuft, aber das ist wirklich, das ist der Gin, das lässt eigentlich echt nach, ja. Also ich habe so das Gefühl, was vor 10 Jahren der Gin war, der Hype,
den kriegt man jetzt mit dem Rum. Also der Gin ist einfach so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Das bestätigt sich hier jetzt auch auf dem Weihnachtsmarkt. Aber tatsächlich, Rum ist ja auch ein interessantes Gebiet und du hast uns da auch ein Fläschchen mitgebracht. Wir haben schon vorher probiert. Ich finde auch den Namen sehr toll. Rumreich. Wer jetzt auch Lust bekommen hat, wo findet man euch hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt? Also am besten, ihr steht direkt vorm Münsterturm und schaut Richtung Hirschstraße und dann schaut dann ein Blick ein bisschen links und dann seht ihr unseren Stand. Da seht ihr dann schon ein paar Flaschen, wie sie so blitzen. Genau, also 20 Meter vom Kirchturm Richtung Hirschstraße und dann sieht man uns gleich. Dann würde ich mal sagen, alle Freunde des Hochprozentigen könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen und gucken, was für sie dabei ist. Wenn ihr nicht gerade auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt seid, wo kriegt man eure Liköre, Brände rum, wo kriegt man eure Produkte sonst? Ja, wir haben natürlich schon ein paar Wiederverkäufer, also gerade Rewe-Markt, Edekas und dann klar haben wir natürlich einen schönen Laden in Recklesweiler. Da kann man natürlich dann auch alles probieren und ja. Und hinterher auch natürlich, falls einer irgendwie weiter weg ist und sich den Weg sparen will, mir natürlich auch einen Internetshop, wo man quasi alles online bestellen kann. Also viele Wege führen zu euch. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Noch ein Tipp. Bei uns kann man natürlich alles probieren. Ja, also wenn einer neugierig ist, einfach vorbeikommen. Kostprobe natürlich kostenlos. Das muss man im Schwabenland immer dazu sagen. Das machen wir gern. Dankeschön. Alles klar, gut, danke. Wir haben ja jeden Tag hier tolle Gäste hier für euch im Gespräch und heute haben wir jede Menge Gäste. Das geht hier heute Schlag auf Schlag, denn heute ist praktisch bei uns der Marktbeschickertag. Das heißt, wir haben die Leute hier für euch im Studio, die hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt die tollen Stände haben mit den tollen Dingen, die ihr probieren könnt, die ihr kaufen könnt, die ihr anschauen könnt, wo ihr einfach dann bummeln könnt. Und da lohnt es sich auch mal ein paar herauszunehmen und einfach mal auch einen näheren Blick drauf zu werfen. Und jetzt sitzt mir gegenüber die Tamara vom Funshop Angeletti. Hallo. Wer seid ihr und was macht's ihr? Wir sind der Funshop Angeletti und sind schon seit über 30 Jahren hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt vertreten. Mein Papa war schon bei den Anfängen dabei am Ulmer Weihnachtsmarkt und das macht uns dann auch ein bisschen stolz, dass wir den Familienbetrieb in der zweiten Generation weiterführen dürfen. Wir verkaufen Pfannen und Töpfe vor allem, qualitativ hochwertige und die bunten Silikonküchenhelfer. Beschreib mal so ein bisschen, sag ich mal so ins Detail, die bunten Silikonhelfer. Erzähl da mal ein bisschen mehr drüber. Also angefangen hat alles mit der Kochblume, das ist ein Überkochstopp, da kocht einfach nichts mehr über, egal was man kocht. Der ist am beliebtesten auf jeden Fall, das ist einfach eine geniale Idee. Es soll eigentlich den Küchenalltag erleichtern. Wenn man schon in der Küche stehen muss jeden Tag und kochen muss, dann soll man es einfach ein bisschen leichter haben in der Küche. Und das ist einfach so eine geniale Idee, die erfunden wurde. Die legt man einfach auf den Topf und dann kocht nie wieder die Milch über oder die Nudeln oder die Kartoffeln oder der Reis, egal was man kocht. Was gibt's denn da sonst noch so alles an praktischen Helfern für die Küche? Also die haben bei uns alle einen Edelstahlkern, sind mit Silikon ummantelt, also hitzebeständig bis 300 Grad. Man kann die in die heiße Pfanne legen, es schmilzt nicht und es ist einfach dann eine tolle Sache, wenn die Sachen so gut funktionieren. Woher bezieht ihr eigentlich im Endeffekt eure Produkte? Sucht ihr die selber aus? Oder genau, wir suchen uns das selber aus. Wir sind einfach bekannt für unsere Pfannen und Töpfe, die qualitativ sehr hochwertig sind, die einfach gesundheitsgerecht sind, die sind von Hand gegossen und einfach was zu uns dann passt. Also dass es einfach hochwertiges Küchengeschirr ist, das sind unsere Kunden eigentlich gewohnt. Die kommen ja schon seit über 30 Jahren zu uns und kommen tatsächlich jedes Jahr wieder und sind sehr zufrieden. Und das macht dann auch große Freude. Also wir haben oft Kunden am Stand, die vor 30 Jahren schon unsere Dampfnudeln aus unseren Pfannen als Kind gegessen haben und dann so in Kindheitserinnerungen schwelgen und ihren Kindern erzählen, wie sie die Dampfnudeln früher schon bei uns am Stand gegessen haben und probiert haben. Und das ist dann einfach schön zu sehen. Wenn wir uns gerade so auf die Pfannen und Töpfe nochmal so rüberschwenken, was ist denn da so das Besondere an euren Produkten? Also die sind einfach alle einzeln spannungsfrei von Hand gegossen mit einer Titan-Stahl-Oberfläche. Also sehr gesundheitsgerecht, kein giftiger Stoff drin. Also selbst wenn man mal Kratzer reinbekommt, ich glaube, das ist einfach das Wichtige heutzutage, dass man gesundheitsbewusst kochen kann.
Und das Ganze natürlich dann auch in einer entsprechend guten Qualität. Ganz genau. Und entsprechend langlebig. Das heißt, langlebig, es hängt und klebt nichts an, man kann ohne Fett braten, gleichmäßige Hitzeverteilung, die Pfanne fängt nicht an zu wackeln oder zu schaukeln, sondern bleibt immer plan. Das heißt, wenn man da einmal sich dann was holt, dann hat man davon auch recht lange was, oder? Ganz genau. Und das bestätigen uns auch die Kunden, die jetzt hier seit über 30 Jahren auf den wunderschönen Ulmer Weihnachtsmarkt kommen. Die bestätigen das einem dann auch und kommen immer wieder und sind sehr glücklich. Ist ja auch in einer Zeit, wo man eigentlich heute viele Produkte hat, die eigentlich nur wirklich so schnell und kurzlebig sind, ja. Ist es ja schön, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ich denke da immer so, wenn ich an sowas denke, dann erinnere ich mich immer an den guten alten Schnellkochtopf meiner Mutter, ja. Die mittlerweile 85 Jahre alt ist und den hat sie zu ihrer Hochzeit bekommen, den hat sie heute noch und der tut's immer noch. Und insofern kann man eigentlich sagen, so ist es eigentlich bei euren Produkten auch. Das heißt, da kauft genau. Man sich was. Und dann hat man es aber auch lang. Ja, viele kennen es dann von der Oma und von den Eltern und kriegen dann auch einfach mal eine gute Pfanne, auch zu Weihnachten zum Beispiel oder so, weil sie einfach das weitergeben möchten in der Familie. Du hast vorher die Dampfnudeln erwähnt. Gibt es bei euch dann am Stand auch sozusagen so ein bisschen Vorführungen, wo man die Töpfe sieht? Erzähl mal da ein bisschen drüber was. Ja, wir zeigen immer, wie die Töpfe und Pfannen funktionieren, weil am besten auch mit der Kochblume, am besten ist es immer, man sieht, wie das funktioniert, weil erzählen kann man viel als Verkäufer, aber wenn man wirklich sieht, wie es funktioniert, dann ist es immer am besten, dann überzeugt es auch die Leute am besten. Und Dampfnudeln machen wir halt schon immer, das ist so eine Tradition. Früher haben die Leute mehr Dampfnudeln gegessen, heute weniger, aber trotzdem freuen sie sich immer noch und das ist eigentlich schön zu sehen. Und wer sich das jetzt selber mal anschauen möchte und einfach auch mal die Produkte probieren oder beziehungsweise sehen möchte in Aktion, wo findet man euch hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt? Wir sind am Eingang vom Stadthaus, gleich der dritte Stand links, die Stand Nummer 9, 12 Meter, also wir haben von 6 Meter auf 12 Meter verdoppelt, unübersehbar. Wir standen früher eigentlich in einem anderen Eck mit dem halben Stand sozusagen und haben jetzt verdoppelt, aber die Kunden finden uns schon. Also die kommen dann alle, ach hier sind sie jetzt, weil wir doch sehr bunt und auffällig dastehen. Ich würde auch sagen, nicht zu übersehen, der Funshop Angeletti. Schaut's vorbei, ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Und der nächste Gast hat Platz genommen hier in unserem Weihnachtsmarkt-Radiostudio von Donau 3FM auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt hier wunderbar direkt beim Ulmer Münster. Und heute haben wir für euch jede Menge Marktbeschicker eingeladen. Ich finde es ein bisschen sperriges Wort, aber so ist es einfach, so nennt man das offiziell. Das sind die Leute, die hier für euch auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt tolle Stände haben mit tollen Produkten, wo ihr sozusagen Sachen entdecken könnt, wo ihr shoppen könnt, wo ihr schlendern könnt und einfach auch viel zu sehen und auch viel zu probieren habt. Und da sind wir nämlich dann richtig. Hier sitzt nämlich jetzt gegenüber der Kevin von den Illerbuben. Hallo. Hallo, grüße dich. Für die Hörer von uns, die euch noch nicht kennen, stellt euch einfach mal so vor und wer seid ihr, was macht ihr? Also, wir sind unter dem Namen Illerbuben hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Illerbuben Foodtruck seit 2017 mit einem schicken, babyblauen amerikanischen Foodtruck hier in Ulm und Neum auf den Straßen unterwegs. Seit 3 Jahren jetzt hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt mit unseren Burger-Kreationen. Burger-Kreation, da hast du mich schon mal. Das klingt schon mal sehr gut. Jetzt wird's interessant. Da würde ich jetzt mal sagen, da kann man gleich mal so ein bisschen näher drauf eingehen. Was sind denn da so eure Spezialitäten? Also wir sind auf dem Foodtruck mit saftigen Rindfleischburgern im Brioche-Brötchen unterwegs. Hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt mussten wir ein bisschen, unser Konzept ein bisschen anpassen, da wir in unserer Hütte nicht direkt braten können. Deshalb haben wir uns für die Königsklasse des Barbecue entschieden und zwar Pulled Beef. Pulled Beef Burger wird bei uns aus Rindfleisch quasi gegart und butterzart dann gerupft und kommt erst dann ins Brötchen. Und als Weihnachtsmarkt-Edition haben wir uns natürlich was Besonderes ausgedacht. Und zwar Weihnachten bedeutet ja auch immer Rinderbraten, Knödel, Blaukraut. Und deshalb kommt unser Burger mit Apfel-Rotkohlsalat, Rucola und eben dem gezupften Rinderbraten, so wie man ihn vielleicht auch schon von der Oma kennt. Und das Ganze dann neu modernisiert, quasi Streetfood aus der Weihnachtsmarkthütte als Pulled Beef-Kreation. Also altbekanntes praktisch neu entdeckt. Ja, neu interpretiert, genau quasi, ja. Wie kommt man dann so auf solche Ideen oder wie funktioniert das so bei euch, das Brainstorming, so nach Motto, wie könnte das funktionieren, jenes funktionieren? Ja, wir mussten halt erstmal uns überlegen, wie es am besten klappt, mit unseren Produkten hier an den Start zu gehen. Und das Pulled Beef kann man eben dementsprechend gut vorbereiten, schon bei uns in der Produktionsküche.
Und ja, wir dachten dann einfach, wir müssen was machen, was den Leuten ein Begriff ist. Deswegen kommt quasi Omas Festtagsbraten direkt auf die Hand in unserem als unsere Burger-Kreation. Und ja, es gibt verschiedene Toppings noch, was ganz geil ist oder so eine geile Kombi, finde ich persönlich. Tatsächlich so eine Bergkäsemischung und Preiselbeeren, noch was Süßliches mit rein. Und ja, das ist einfach ein saugeiles Teil. Also muss man probiert haben. Ich muss wirklich sagen, ich kriege jetzt schon Appetit drauf, schon alleine vom Zuhören. Also auf jeden Fall, für alle, die jetzt schon Appetit bekommen haben, wo findet man euch denn hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt? Also wir sind jetzt auf dem südlichen Münsterplatz quasi hinter dem Märchenwald beziehungsweise hinter der Schlittschuhbahn auf dem kleinen Münsterplätzle sind wir der große Stand direkt, wo man quasi drauf zulauft, wenn man durch den Märchenwald läuft. Ich sag mal, dem einen oder anderen wird es ein Begriff sein, das Münsterplätzle, weil vor Corona wurde schon der Markt ein bisschen erweitert. Und das Ganze probieren wir jetzt zusammen mit den Veranstaltern eben da hinten nochmal ein bisschen den Markt zu erweitern und nochmal den Leuten was zu bieten. Und ja, dem einen oder anderen, wenn es vorne zu voll wird, hat hinten auf dem Münsterplätzle ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Platz zum Stehen und gemütlich sein Glühwein zu schlürfen oder unseren Pulled Beef Burger zu essen. Das heißt, da wo bisher eigentlich immer der Märchenwald zu finden war, wo wir jetzt hier diese Eislaufbahn, die schöne hier neben dem Studio haben, da dahinter seid ihr zu finden, oder? Genau, also es ist ein bisschen schwieriger durchzukommen durch die Schlittschuhbahn, also weil die halt sehr groß ist, ist ja auch sehr schön natürlich, aber wenn man da quasi dann einfach mal links oder rechts vorbeiläuft, kommen hinten dahinten noch ein paar Hütten. Und eine davon sind wir, die Illerbuben. Wenn ihr nicht gerade auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt seid, wo findet man euch sonst so unterm Jahr? Also unsere Betriebsstätte befindet sich im Ulmer Donautal in einer alten Sportgaststätte, beziehungsweise in der Sportgaststätte vom SV Grimmelfingen, die früher noch auch von uns betrieben worden ist. Aktuell sind wir nur noch wir sind mit unseren zwei Foodtrucks unterwegs an verschiedenen Standorten unter der Woche und dann natürlich sind wir auf jeden Fall präsent auf sämtlichen Streetfood-Festivals hier in der Region, Stadtfeste, das Schwörmontag etc. Also jedes große oder richtig, richtig coole Fest, da dürfen die Illerbuben nicht fehlen. Das heißt auf jeden Fall viele Möglichkeiten zum Probieren, sowohl hier jetzt auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt und das ganze Jahr über. Genau. Und ich werde es auf jeden Fall auch noch machen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Und weiter geht's hier beim Donau 3 FM Weihnachtsmarkt Radio mit unserem Marktbeschickertag. Denn wir haben heute die Marktbeschicker da. Das sind die Leute, die hier für euch auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt die tollen Stände haben mit den tollen Produkten, wo man vieles probieren kann, vieles entdecken kann, vieles kaufen und mitnehmen kann. Auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Die Daniela von Süßwaren Högeli, die Daniela Högeli sitzt mir hier jetzt gegenüber. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Ich würde sagen, für unsere Hörer, stell dich oder eure Firma einfach mal vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Jawohl, also wir sind eine Firma. Wir stellen Süßwaren her, vor allem gebrannte Mandeln, Nüsse, alle möglichen Dinge, die man brennen kann, von Bananenchips über Kokoschips. Wir versuchen immer wieder was Neues zu kreieren, um den Leuten einfach immer mal wieder einen anderen Geschmack zu bringen. Und ja, das ist so unser Hauptgeschäft auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Wie lange gibt es euch denn schon, beziehungsweise wie lange seid ihr schon auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt dabei? Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt sind wir ungefähr seit 8 Jahren und seit ungefähr 15 Jahren machen wir das ganze Geschäft. Und wenn man es dann so sagt, jetzt speziell gerade jetzt mal auf dem Weihnachtsmarkt, du hast schon erwähnt, dass ihr auch immer wieder mal was Neues probiert und einfach mal so neue Kreationen. Mhm. Was sind denn so momentan, sage ich mal, so ein bisschen die Highlights, die Trends, was läuft besonders gut gerade? Erzähl einfach da mal so ein bisschen, was ihr da so habt. Ja, also so im Moment besonders gut, sage ich mal, sind gebrannte Mandeln in verschiedenen Variationen mit Vanillegeschmack oder mit Amaretto. Chili ist auch immer ganz beliebt. Gebrannte Mandeln in verschiedenen Variationen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Welche Geschmacksrichtung ist da so dein persönlicher Favorit? Vanille. Also ich mag ganz gern die Vanillemandeln, weil die einfach, ja, die schmecken mir am besten. Ja. Du hast gerade auch erwähnt, sogar in Verbindung mit Chili gibt es sogar bei euch. Funktioniert das tatsächlich dann auch so mit dieser scharfen Note? Ja, wir machen sie jetzt nicht ganz so scharf, es soll ja auch noch bekömmlich sein, aber sie sind schon, ja, ganz gut zu essen. Mhm.
wenn wir es mal, also gebrannte Mandeln haben wir auf jeden Fall schon mal. Mhm. Was einfach noch so ein paar Beispiele noch so, was habt ihr sonst so im Sortiment? Wir haben noch Sonnenblumenkerne gebrannt, Kürbiskerne, Kokoschips, Bananenchips, Pistazien, Macadamia, Cashewkerne, Erdnüsse, Pekannüsse, Paranüsse. Also viele, viele leckere Sachen. Ja. Und wenn man jetzt da schon Lust drauf bekommen hat, wo findet man euch denn hier auf dem Ulmer Münsterplatz? Wir haben die Standnummer 105, Richtung Märchenwald, vor der Deutschen Bank stehen wir. Und wenn ihr nicht gerade auf dem Weihnachtsmarkt seid, wo kriegt man eure Produkte sonst so übers Jahr? Dann fahren wir auf ca. 240 Märkte im Jahr. Wir fahren 90% ins Allgäu mit unseren mobilen Ständen. Wir haben einen 10 Meter Süßwarenstand, haben aber auch noch zwei 6 Meter Stände, wo wir dann nur Schokofrüchte machen. Und da sind wir auf Kirmes, auf Stadtfesten und das ganze Jahr unterwegs. Also das heißt nicht nur an Weihnachten, nein, sondern das ganze Jahr unterwegs. Genau. Und das ganze Jahr gibt es leckere Sachen zu genau probieren. Ja, ich würde sagen, gibt es noch was, was du jetzt gerade loswerden möchtest? Sonst, ich kriege jetzt bloß langsam hier Hunger und Appetit drauf. Nee, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute da sein durfte und hoffe, dass die anderen Bestiger genauso viel Spaß haben wie ich. Und das ist auf jeden Fall ganz meinerseits. Vielen lieben Dank, dass du danke da warst und danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Wir kommen praktisch zum Finale unseres heutigen Gesprächs, ich kann schon fast sagen Gesprächsmarathon, denn heute hatten wir nämlich viele Gäste für euch und zwar einen Querschnitt durch die Marktbeschicker hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Das sind die Leute, die für euch hier in ihren Ständen die tollen Produkte anbieten und verkaufen und wo ihr viel entdecken könnt, viel probieren könnt, auch vielleicht das eine oder andere Weihnachtsgeschenk noch finden könnt. Und ein guter Schluss ziert alles, sagt man ja immer. Und ich begrüße die Sandra. Ja, hallo, Sandra Maurer bin ich von der Firma IMS Maurer. Wir sind auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt mit zwei Ständen vertreten. Auf der einen Seite haben wir am Stand Nummer 93 die Wärmeartikel für Mikrowelle und Backofen. Das sind ganz besondere Geschenkartikel oder Geschenkideen, mit Hirse gefüllte Produkte, wo eben dann in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmt werden können. Das können jetzt zum Beispiel Kuscheltiere sein für die Kinder als Ersatzwarmflasche oder auch warme Schuhe für jemanden, der kalte Füße hat. Oder wenn man Problemchen im Nacken- oder Lendenwirbelbereich hat, dann eben Schulter-Rückenwärmer. Diese Dinge, die verkaufen wir auch aktiv am Markt. Das heißt, wir haben unsere Mikrowelle dabei, wir erwärmen die Artikel und zeigen den Kunden, wie es funktioniert. Und die Kunden können dann die Produkte vor Ort dann entsprechend testen. Das ist also unser einer Stand und direkt daneben haben wir noch seit letztem Jahr einen zweiten Stand übernommen, der altershalber aufgegeben wurde. Das ist mundgeblasener Christbaumschmuck, der vorzugsweise in deutschen Glasbläsereien hergestellt wird, vorzugsweise in Thüringen, in Lauscha oder auch in Neustadt bei Coburg. Also wunderschöner Glasschmuck von der Glaskugel, der Christbaumspitze über Mund geblasen von Hand bemalte figürliche Formen. Also da ist alles dabei, was das Herz begehrt. Also auf jeden Fall ein breites Sortiment. Und es hat gerade schon bei mir im Kopf geklingelt. Bei warme Schuhen, da hat es schon mal ganz, ganz deutlich geklingelt. Da habe ich nämlich, glaube ich, schon eine Geschenkidee für meine Freundin. Die hat nämlich immer, und zwar ständig, kalte Füße. Das spielt auch keine Rolle, ob Sommer oder Winter. Ich kenne natürlich so warme Kissen, das war mir schon ein Begriff. Mhm. Aber warme Schuhe, das ist ja dann ganz toll. Und die macht man dann genauso, also in der Mikrowelle warm und kann die dann anziehen und hat dann warme Füße. Genau, also das sind wirklich spezielle Schuhe. Also bei uns am Stand hat es alles eine Funktion. Das heißt, wir haben auch warme Kissen in abgespeckter Version da. Aber für uns, unsere Artikel sind wirklich alle mit Funktion und die warme Schuhe sind ein ganz besonderes Produkt. Der Schuh wird tatsächlich in die Mikrowelle gegeben, ist ein Wellness-Schuh, den man auf dem Sofa im Bett tragen kann oder wenn man im Büro jetzt am Schreibtisch sitzt, es zieht irgendwo her den Schuh an, dann ist man gleich ein anderer Mensch.
Inzwischen haben wir ein bisschen wärmere Temperaturen wieder, das heißt, wir sind jetzt wieder so um die 0 Grad. Letztes Wochenende war es ja ganz schön knackig, da hatten wir ja über Nacht dann irgendwie 13 oder 15 Grad minus. Und ich kann mir vorstellen, da wird es an so einem Stand auch ganz schön frisch. Benutzt ihr da auch selber dann auch mal sowas wie die Wärmeschuhe oder andere Produkte, damit es euch warm bleibt? Also wir haben ja immer warme Produkte am Stand, weil wir regelmäßig unsere Produkte warm machen. Ja? Und das ist natürlich von Vorteil bei so tiefen Temperaturen, die wir jetzt hatten. Freuen wir uns natürlich immer, was ganz Besonderes auch ist, was wir auch selber oft unter der Jacke tragen, ist unser warmer Schal, ja, der genauso in der Mikrowelle erwärmt wird. Das ist ein Schlauch, den man rumschlingt. Den kann man auch als normales Wärmekissen verwenden oder dann, wie gesagt, auch wenn man nach draußen geht, dass man sich den Schal unter die Jacke schiebt und dann ist es kuschelig warm und man ja, genießt es. Also hier auf jeden Fall die Ladies aufpassen und vor allem auch die Männer. Wenn ihr dann für eure Frostbeulen hier noch das eine oder andere Geschenk noch sucht und irgendwas, was warm hält, sind wir da auf jeden Fall richtig. Jetzt gehen wir aber noch auf den Christbaum, auf den Weihnachtsschmuck ein. Du hast vorher erwähnt, Lauscha, das ist ja ein Begriff schließlich, der Lauscha Weihnachtsschmuck. Das ist alles, nehme ich mal an, richtig schöne alte Traditionsfirmen, nehme ich an. Also wir haben Familienbetriebe mit dabei, also Glasbläsereien, die schon in mehreren Generationen die Produkte blasen und von Hand bemalen. Das ist tatsächlich so. Es ist keine Maschinenware. Die Glasbläser sitzen tatsächlich und blasen jedes einzelne Stück. Die werden dann, also wenn man jetzt eine figürliche Form zum Beispiel nimmt, ein kleines Auto oder eine Lokomotive, wie man das ja oft kennt, dann wird in eine Keramikform, die oft schon über mehrere Generationen immer an den nächsten Glasbläser weitergegeben ist, wird das heiße Glas reingeblasen. Es kommt die Figur glasklar raus. Dann wird das Ganze von innen versilbert, also es ist sehr aufwendig. Dann die einzelnen Farben werden dann nach und nach an diesem Produkt immer von Hand bemalt. Also in einer so einer Figur können bis zu 20 Arbeitsgänge stecken und die Glasbläser machen das. Es sind Familienbetriebe und die überliefern das von Generation zu Generation. Zum Teil sind die Keramikfiguren, wenn man jetzt auch unsere Glasvögel zum Beispiel nehmen, schon oft mehrere hundert Jahre alt, ja, und werden immer wieder weiter benutzt und dann halt eben entsprechend gemacht. Also ein sehr traditioneller Christbaumschmuck. Von den Farben her wird es oft angepasst, also immer wieder auch auf die neuen Farben bestückt. Was auch zum Beispiel eine ganz interessante Sache ist, ist die sogenannte Reflexkugel. Da hören wir von vielen, vielen Kunden immer, das hat meine Oma schon gehabt. Das ist quasi die Kugel, die im heißen Zustand als Kugel geblasen wird. Und dann gibt es einen Keramikstempel und der wird in die Kugel eingedrückt. Und da bildet sich dann, also die Kugel ist dann wie halb und hat ein schönes Muster innen drin und wird dann auch entsprechend individuell von Hand bemalt. Und das reflektiert dann, wenn eben das Licht auf diesen Reflex kommt. Solche Produkte haben wir dort am Stand. Also es lohnt sich mit Sicherheit mal vorbeizuschauen. Und da hast mich auf jeden Fall auch schon voll erwischt damit, denn ich out mich jetzt hier, ich bin ein absoluter Fan, ich bin da absolut verrückt, was wirklich schöner Christbaumschmuck angeht und bin auch wirklich ein Fan von wirklich den schönen alten Kugeln und schönen alten Sachen und gerade auch diese Reflexkugeln, die du gerade erwähnt hast. Problem ist natürlich, die findet man immer seltener. Umso schöner ist es, dass es die immer noch neu zu kaufen gibt und praktisch genauso, wie sie eigentlich schon früher gemacht worden sind. Und wenn man sich, glaube ich, sowas an den Baum hängt, das ist dann auch was bleibt, was hält, was man über viele Jahre dann Freude hat. Ja, wir haben auch sehr viel Stammkundschaft, weil diesen Stand gibt es schon seit über 30 Jahren. Wir selber sind seit 25 Jahren auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt und man merkt einfach, die Kunden kaufen von Jahr zu Jahr, bestücken ihren Baum immer wieder neu und das ist natürlich eine schöne Sache, weil der Baum wächst, die Kundschaft wächst und ja, so haben wir einfach eine tolle Gesellschaft. Für alle, die jetzt auch Interesse bekommen haben und auch mal einfach mal eure Produkte anschauen und probieren möchten,
Sag's noch mal kurz, wo findet man euch hier auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Also unsere Stände stehen nebeneinander. Wir sind in der letzten Gasse vor dem Münster, direkt vor dem Münster-Eingangsshop. Das ist der Stand Nummer 93 und Stand Nummer 94, Portalgass. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.